Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht live hier bei mir in der Leitung ist die Sigrid. Und Sigrid ist 50 Jahre alt. Hallo Sigrid. Ja, hallo. Jo. Schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Ah, grüß dich. Erstmal eine Frage. Was ist das kleine Tierchen da vor dir? Man kann es nicht erkennen. Das ist ein kleiner Hirsch. Das auch von Heller von Sinnen, wieder? Nee, das hat mir ein sehr netter Zuschauer mal geschickt, vor langer Zeit. Und seitdem ist das so ein kleiner Talisman, den ich immer so hier irgendwo hinstelle, bevor es losgeht. Alles klar. Aber jetzt soll es losgehen. Ja. Um was geht's bei dir? Es geht um den Prozess mit Andreas Türk. Mit Andreas Türk. Morgen gibt es die Urteilsverkündung. Ja, also ich war bei ihm mal in der Sendung zu Gast. Ja. Ich kenne also persönlich. Ja. Ich meine es gut, also ich bin jetzt nicht so gerade sympathischer. Also ich finde ziemlich, also ich meine es gut, ich bin 50. Die jungen Leute finden vielleicht alle super. Also ich fand ihn damals ein bisschen arrogant, ja. Aha. Also in der Sendung als Moderator und wie er da mit den Leuten umgegangen ist. Also ich meine, das spielt ja mit dem Prozess ja keine Rolle. Überhaupt nicht. Hast du denn den Prozess so verfolgt? Es ist ja sehr viel darüber berichtet worden. Ja, weil ich ihn eben nur persönlich kenne. Wie war denn deine Meinung von Anfang an? Oder hat sich die Meinung verändert bis heute? Nee, also ich muss dir ehrlich sagen, also wenn da junge Frau, so wie die das so dargestellt haben, sind mit dem Auto dahin gefahren und dann auf der Brücke da ausgestiegen und also diese ganze Sache und so... auf Deutsch gesagt, ich meine, sind ja keine Kinder bei. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, also komm, wir gehen jetzt mal raus und blasen wir mal ein. Ja. Du, aber auf diese Sache, also nach meiner Meinung, Frau... Du warst von Anfang an der Auffassung, dass er vermutlich unschuldig ist. Genau, er ist... die Frau, das irgendwie... Er ist total unschuldig. Mhm. Und dieses Mädchen... Die hat sich irgendwas ausgerechnet. Ja, also es sieht ja jetzt auch so aus, wenn nicht etwas sehr Spektakuläres passiert, dass er morgen freigesprochen wird, weil die Staatsanwaltschaft dafür ja auch plädieren wird. Ja. Um den Prozess sehr viel Wirbel gemacht worden. Wie fandst du das, dass so viel darüber berichtet wurde? Nee, das ist eben, also ich bin eben immer der Meinung, wer eben immer ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, da würde ich eben solche Sachen immer ein bisschen zurückhalten, ja. Mhm. Wie Boris Becker hier mit der Besenkammer, ne? Ja, ja. Also, es gibt eben so viele Frauen, die jetzt, also, und das Mädchen, die kam mir wirklich so vor wie so ein armes Haschel, und probier mal, weißt du, ob du da irgendwie da noch einen Dreh kriegen kannst. Ich will dir mal was sagen, Sigrid. Ich finde eine Überlegung, die man gar nicht so sehr viel liest zurzeit in den Zeitungen, ist, ich glaube, dass dieser Prozess und das viele große Brimborium, was in der Öffentlichkeit drum gemacht wird, dass der eine große abschreckende Wirkung hat auf zukünftige Opfer. Also die Frage, was macht das mit Frauen, die wirklich Opfer einer Vergewaltigung geworden sind? Ja, das ist, wenn die mitkriegen, das wird da so ausgetreten und man kriegt vielleicht so schlecht irgendwie sein Recht. Irgendwas bleibt ja hängen bei den Leuten. Ich habe ja auch eine ganze Weile zugesehen, auch wie sie mal geguckt hat, auch heute bei dem Mittag die Bilder, die sie gebracht haben. Mhm. Also das Mädchen ist total fertig. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube dass dieser Prozess auch fast nur Verlierer hat, auch wenn er freigesprochen wird. Sein Ruf ist beschädigt. Das Mädchen. Aber ich meine, für das Mädchen ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Das ist noch schlimmer, ja. Mhm. Ja, weil sie steht jetzt da so. Mhm. Aber ich glaube, man muss auch nochmal in dem Zusammenhang ganz klar sagen, dass Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, wirklich den Mut haben sollten, so schnell wie möglich zur Polizei und zu einem Arzt zu gehen, um einfach Beweismaterial in der Hand zu haben. Ja, genau, das war ja auch mein Ding, was ich gemeint habe, ich hätte sofort gehen müssen. Genau. Ja. Und ich erst noch
Denn hinterher steht es dann wirklich Aussage gegen Aussage und dann wird es ja kompliziert. Ja. Ich habe erst noch gewartet, weißt du? Glaubst du denn, dass Andreas Türk nochmal im Fernsehen Fuß fassen wird? Also du, ich glaube, das gut. Die müssten wahrscheinlich so wie Breuer, weißt du, machen eine Zuschauerumfrage. Mhm. Also eigentlich muss man ja sagen, er ist freigesprochen, er ist ein unschuldiger Mann und man muss ihm auch wieder eine Chance geben. Aber Mangel an Beweisen, ja. Ja, aber ist egal, er ist frei. Also, ich meine, es ist gut, es kommt ja erst morgen, ja. Wir wollen erstmal gucken, was morgen kommt. Wir warten mal ab, was morgen kommt und dann reden wir weiter. Aber wie gesagt, obwohl ich würde sagen, also eine Chance muss man ihm geben. Unbedingt. Ja, und wenn da so ein Mädchen kommt und die wollte wahrscheinlich irgendwie Karriere machen oder was, dafür kann er nicht. Man weiß es nicht. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Sigrid. Ja. Vielen lieben Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt unser Thema: Ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Ich möchte also gerne mit euch reden über Eindrücke, die ihr gesammelt habt. Vielleicht wart ihr Zeuge von irgendeinem Vorfall oder habt wirklich etwas gesehen oder euch ist etwas vor die Augen getreten, was so einen tiefen Eindruck hinterlassen hat, dass ihr sagt, ich sah etwas, das lässt mich einfach nicht mehr los. Das ist unser Thema morgen. Ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Heute freie Themennacht und weiter geht es mit Verena. Und Verena ist 15 Jahre alt. Hallo Verena. Hallo Domian. Ja. Dein Thema. Warum? Ich habe heute das Ergebnis von einem Intelligenztest bekommen. Ja. Und da kam raus, dass ich hochbegabt bin. Besser als andersrum, ne? Ja, für den Außenstehenden klingt das vielleicht so, ja. Aber wenn man da sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das gar nicht so. Ja, glaube ich. War eher ein Scherz jetzt. Verena. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt diesen Intelligenztest gemacht hast oder hast machen müssen? Das kam dazu, dass ich die 10. Klasse jetzt überspringen will. Mhm. Und ich habe das eingereicht im Direktorat und die haben eben gesagt, dass man da eine Bestätigung vom Schulpsychologen braucht, ach so, der eben einen Intelligenztest macht. Und also da hast du machen müssen, oder? Genau, wurde ich praktisch reingezogen. Du hast von dir aus gesagt, das ist mir zu langweilig, ich will die 10 überspringen. Ich will quasi von der 9 in die 11 gehen. Langweilig, mehr oder weniger. Ich habe es von meiner Seite halt gemacht, weil ich denke, ich muss irgendwann mal dieses Lernen lernen. Und ich habe jetzt die Schule immer nebenbei ein bisschen gemacht. Das heißt, wenn du jetzt, also ich hatte in meinem Umfeld früher auch einmal einen Jungen damals, der das auch gemacht hat, hatte ich irren Respekt vor. Weil eine ganze Schulklasse zu überspringen, wo wir armen, normalen Socken ein ganzes Jahr lernen, und der ging dann ein Jahr weiter und war wieder die Nummer 1 in der übernächsten Stufe dann, hatte ich irren Respekt. Du hast es bisher immer so nebenher gemacht. Ich habe es nebenher gemacht. Das heißt, wenn du jetzt von der 9 in die 11 gehen würdest oder gehen wirst, das heißt, dass du dann ein bisschen nachlernen musst und dadurch dich angetrieben fühlst. Ich hoffe, ja. Wie hoch ist der Intelligenzquotient? Der ist bei 142. Oh ja, allerdings ist da immer plus minus 5 bis 10. Also da gibt's immer, da wird sowieso viel gestritten. Ja. Haben denn deine Lehrer oder deine Eltern das nicht schon früher bemerkt, dass du irgendwie ein bisschen anders tickst als die restlichen Mitschüler? Also ich denke, meine Eltern haben das schon ein bisschen gemerkt. Mhm. Aber dadurch, dass ich auch eine ältere Schwester habe, kommt es halt nicht so raus, weil es meistens so ist, dass es bei den zweiten Kindern immer schon, dass die ein bisschen weiter sind durch die Geschwister. Ist jetzt quasi schon die Genehmigung durch, dass du Stufe überspringen kannst? Die Genehmigung ist durch, ja, nur jetzt ist halt bei mir das bisschen das Problem. Ich wurde auch ein Jahr früher eingeschult. Mhm. Und irgendwie habe ich schon ein bisschen Angst vor der Reaktion von meinen Mitschülern, vor allem in der 9. Klasse. Die sind viel älter als du, ne? Die sind um einiges älter, die werden dann 2 Jahre älter. Ja. Du bist erst 15. Ich bin gerade erst 15 geworden. Gerade erst 15 geworden. Ja. Klingst auch viel älter. Ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber von der Stimme her, von der Art des Redens, des Auftretens klingst du viel älter. Ja. Ja. Äußerlich, wenn ich sehe dich ja nicht, äußerlich würde ich dich auch älter schätzen oder sagst du normal? Schon. Was sagen denn deine Eltern dazu, dass das jetzt so ist, wie es ist?
Naja, meine Mutter sieht es eigentlich ziemlich gelassen. Für die ist ein Intelligenztest auch nicht so das, was es für einen Psychologen jetzt, sagen wir mal, ist. Mhm. Und mein Vater, der sagt halt, ich soll das irgendwie durchziehen und schauen, dass ich mein Abitur kriege und dann... Mhm. Hast du das Gefühl, dass du in der Schule irgendwie betreut wirst, dass da irgendein Lehrer ist, der dich, sich ein bisschen um dich kümmert? Es gibt ja nur besondere Förderung für hochintelligente Leute. Ja, das ist aber dann nur im Rahmen einer Privatschule, also auf staatlichen Schulen kriegt man das, geht das nicht. Ja. Nicht, ne? Wie fühlst du dich jetzt? Jetzt hast du schwarz auf weiß, dass du schlauer bist als die meisten anderen Leute. Ja, auf der einen Seite ist es schon schön, weil ich weiß jetzt, warum ich früher einige Sachen gemacht habe, beziehungsweise warum ich eben mit Gleichaltrigen nicht so gut zurechtkomme. Mhm. Und das auf der anderen Seite habe ich ja eben irre Angst, dass es in meinem Leben so weitergeht, dass ich eben nie mit den Leuten so in meinem Umfeld wirklich klarkomme. Ja. Was hast du denn, wenn ich kurz unterbrechen darf, was hast du denn früher gemacht, was dir jetzt klar ist, dass es daraus entstanden, weil du eben überintelligent bist? Was hast du gemacht? Ich habe mit 3 Jahren angefangen zu lesen. Mhm. Oder ich habe auch meine Mutter mit 5 Jahren Sachen gefragt über Politik oder Wirtschaft, mhm. was halt einem normalen 5-Jährigen nicht so einfällt. Ja, und so ging das dann wahrscheinlich immer weiter, dass du mit 10 genau. dann auch Sachen schon gefragt hast, dich wahrscheinlich schon an komplizierten politischen Diskussionen beteiligt hast, wo die anderen noch mit 3 Rädchen irgendwie ums Haus fuhren. Oder genau, sowas, ne? Ja. Also. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, ich meine, das ist jetzt natürlich eine blöde Zeit. Jetzt bist du bist jetzt noch nicht auf einer Privatschule. Aber je älter du wirst, desto mehr kannst du ja entscheiden, wohin du willst. Dass du dann vielleicht auch mehr eben dir eine Gemeinschaft aussuchst, wo eben viele hochbegabte Leute sind. Es gibt ja eine Vereinigung in Deutschland von hochbegabten Leuten. Weißt du das? Ja, das Problem ist nur, unter Hochbegabten ist es auch, da gibt es die Leute, die taugen einem und die Leute, die taugen einem nicht. Mhm. Und ich bin übers Internet schon in einem Forum drin, da gibt es halt viele Leute. Da gibt es die Leute, die Leistungsverweigerer sind. Ja. Da gibt es die Leute, die interessieren sich nur für Musik und mhm. die absoluten Sprachfreaks. Mhm. Und es ist halt wirklich schwierig, dann da auch nochmal sich die rauszupicken, die wirklich... Ist klar, aber dafür bist du ja intelligent genug, um das rauszukriegen. Es muss ja da auch eine Szene geben, sage ich mal, die so ähnlich ticken wie du. Wie tickst du denn? Was ist dein Traum? Wo willst du beruflich hin? Bist du eher musisch oder künstlerisch? Eher oder? Wirtschaft. Mathe, so. Ja, super. Mit einem Traum schon vor Augen, was du gerne machen möchtest irgendwann mal? Nicht direkt, ne. Mhm. Ist aber was früh mit 15. Ja. Ja. Hast du jetzt angerufen bei mir, um das mal so zu erzählen? Oder? Nee, eigentlich eher wegen dem Überspringen. Ja. Weil irgendwie, also am Anfang von den Ferien dachte ich mir, das ist alles ganz toll und ich bin dann praktisch 2 Jahre früher fertig. Mhm. Aber ich weiß es nicht, eben dadurch, dass ich eben schon ein Jahr früher eingeschult wurde. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, so wie du das gerade geschildert hast, dass das für dich eine sehr große Herausforderung ist. Nicht nur, was das die Schule anbelangt, sondern auch, was das Menschliche anbelangt. Ja. Und du bist bisher noch nicht so sehr viel herausgefordert worden. Menschlich überhaupt nicht, ne? Ja, siehst du, ja, schulisch auch nicht. Wenn du sagst, das hast du immer so nebenher alles gemacht. Insofern finde ich das eigentlich eine gute Sache. Und wenn du dann sehr früh dein Abitur hast, ist doch egal. Dann kannst du ja selbst gucken, wohin du gehen willst und ob du vielleicht nochmal irgendwie auf eine besondere Privatschule gehst oder dir eine Universität aussuchst, wo es vielleicht spezielle Angebote für Hochbegabte gibt. Da musst du dich ja schlau machen, aber das kannst du ja dann auch alleine. Ich finde das eine gute Entscheidung, das zu machen. Auch wenn dir jetzt ein bisschen Angst ist und die Knie weich werden, aber ich finde das gut. Ich würde, also jetzt, soweit man das in ein paar Minuten beraten kann, ich würde das sagen, klasse, mach es. Weil alles andere ist stagniert. Ja, es ist halt, ich habe auf der Schule eben nicht so diese Ansprechperson, weil eben da Schulpsychologe, der hängt an der Schule, mhm. der bläut mir praktisch ein, dass ich überspringen soll, weil das bringt einen super Ruf für die Schule. Mhm. Und so, meine Eltern halten nichts von Psychologen. Mhm. Das heißt, hier zu Hause mit meinen Eltern kann ich darüber auch nicht reden. Mhm. Also fehlt ganz einfach so ein vernünftiger Gesprächspartner. Ja. Für die Problematik. Aber kannst du dir diesen Gesprächspartner nicht wiederum aus diesen Foren herausholen?
Ja, da ist es eben über beim Thema Schule wissen die alle nicht so genau, weil die haben alle wirklich die unterschiedlichsten, auch traumatischen Geschichten hinter sich. Bin ich jetzt erstmal im Moment auch überfragt. Aber wir haben ja viele aufmerksame und sehr interessierte Zuschauer und Zuhörer. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, der eine Idee hat und dir vielleicht etwas Interessantes zu sagen hätte, schlage ich vor, derjenige meldet sich bei uns und wir knüpfen euch zusammen per Mail oder per Telefon. Ja, das wäre super per Mail. Ja. Telefon ist immer schlecht. Ja, wäre doch eine Idee. Ne? Also dann bitte mailen an domian@wdr.de, Stichwort Verena. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sowas Ähnliches wie du gerade hinter sich hat und Erfahrungen austauschen kann und der sich einfach wiedererkennt in dem, was du gerade erzählt hast. Das wäre super. Das wäre super, ne? Versuchen wir es mal so. Ich hoffe, dass da was bei rumkommt und wir dir ein bisschen helfen können, Verena. Alles klar. Alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Unser Thema morgen, das sage ich jetzt schon mal, heißt: Ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Eigentlich haben ja ganz viele, jeder von uns, ich glaube fast alle, haben ja irgendwie mal was in ihrem Leben erlebt oder gesehen, etwas Dramatisches, etwas Schlimmes, etwas Mysteriöses vielleicht auch, was einem immer im Kopf bleibt, dass man dieses Bild einfach nicht los wird. Vielleicht einen ganz bestimmten Eindruck, der bleibt kleben, der Eindruck. So, wenn es sowas gibt und wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, das ist unser Thema morgen. Jetzt geht es weiter mit Johanna und Johanna ist 20. Hallo Johanna. Hallo. Hallo. Johanna, ins geht ohne Hallen. Oh, ich bitte mich. Wahrscheinlich sagen ganz viele Menschen zu dir Johanna. Okay, ich bin angewöhnt. Und dann sagst du, bitte Una. Johanna. Johanna, ja. 20 Jahre alt. Ja. Um was geht's? Ja, also ich habe eine ziemlich vertrackte Familiensituation. Oh Gott. Lebst du bei deinen Eltern noch? Ja. Ja? Und erzähl einfach mal so ein bisschen, was ist das Vertrackteste? Also vielleicht, ich habe zwei Schwestern, die sind sehr viel älter als ich. Wie alt sind die? Die sind jetzt 37 und 41. Hast du das ganz mini kleine Nesthäkchen? Ja, genau, weil, also meine Mama war zweimal verheiratet und und mein leiblicher Vater ist ihr Stiefvater. Ja, und du lebst jetzt in einem Haushalt mit deinem Vater, deinem leiblichen Vater und mit deiner Mama? Ja, genau. Mhm. Und es ist so, dass mein Vater ziemliche Scheiße gebaut hat mit mir. Was hat er gemacht? Hat mich halt missbraucht und... Warst du da sehr klein? Liegt das schon lange? Ja, schon. Ja, weißt du ungefähr, wie alt du warst? Also... Keine Ahnung, ich glaube, es hat vielleicht so mit 2 oder mit 3 angefangen. Und also so ganz verschwommene Erinnerungen kommen da in dir auf, wenn du daran denkst? Ja. Und wie lange hat das angedauert? Bis ich 12 war. Bis du 12 warst. Dein eigener Vater? Ja. Johanna, du sagst missbraucht. Hat er dich vergewaltigt? Ja, das auch. Dein eigener Vater. Weiß irgendjemand was davon? Ja, das ist ja jetzt die vertragte Situation. Ich habe es mal, als ich 5 war, habe ich es mal meiner Mama gesagt. Also, das ist man halt als 5-Jährige irgendwie rausbringen kann, aber hat meine Mutter offenbar nicht so sehr interessiert und ich habe es dann aufgegeben, weil ich gedacht habe, muss ja wohl dann in Ordnung sein, was Papa so macht und ich habe halt die ganzen Jahre halt so mit mir rumgeschleppt und so und es ging mir sehr mäßig und Entschuldigung, wenn ich das noch frage. Bis zu deinem 12. Lebensjahr hat er das gemacht, hast du gerade erzählt. Ist das sehr oft, sehr regelmäßig vorgekommen? Ich weiß
weiß nicht so genau, aber es ging schon ziemlich regelmäßig, ja. Hm. Hm. Erzähl mal weiter. Du hast es deiner Mutter gesagt mit 5 und sie ist darüber hinweggegangen. Daraufhin hast du dich nicht getraut, dann nochmal was zu sagen und hast das über dich ergehen lassen. Naja, das ist ja auch, ich meine, weiß nicht, ja, wir waren irgendwie, glaube ich, auch so eine Musterfamilie halt. Ich meine, die Leute lieben meinen Vater abgöttisch und der könnte echt, ich glaube, der könnte eine ganze Stadt anschleppen, um zu beweisen, dass er sowas nie tun würde und so. Und wem hast du es denn dann später nochmal gesagt, als du älter warst? Ich hab's vor ungefähr, das ist jetzt 2 Jahre her, da habe ich nicht mehr ausgehalten, weil es mir schlecht gegangen ist und dann habe ich es meinen Schwestern erzählt. Und das war für die irgendwie der totale Schock, weil die haben sich das auch nicht vorstellen können und dann haben sie mir angefangen zu erzählen, dass ja, dass mein Vater so er hat meine Mutter geheiratet, als die beiden noch ziemlich klein waren und hat offenbar, also haben meine Schwestern erzählt, dass er sie mal mit einem Feuerzeug gequält hat, als sie ins Bett gemacht haben und so. Und Also naja. sind da auch schon Sachen vorgefallen, die schlimm für deine sehr viel älteren Schwestern waren, damals? Ja, muss so gewesen sein. Du bist jetzt 20, vor 2 Jahren hast du es deinen älteren Schwestern gesagt. Wurde denn dann mit der Mutter auch nochmal gesprochen? Ja, wir haben dann auch unsere Mutter dazu geholt und ich habe es ihr noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt. Ja, und das war's dann auch, weil dann haben sie alle mit meinem Vater geredet und danach sind sie alle der Ansicht gewesen, dass ich eine Lügnerin bin und mir alles ausgedacht habe. Wie, deine älteren Schwestern auch, obwohl die selbst gerade nichts Schönes mit dem Mann erlebt haben? Ja. Keine Ahnung. Und deine Mutter hat auch zu dir gesagt, du seist wohl eine Lügnerin? Meine Mutter hat zu mir gesagt, ich soll doch endlich aufhören mit diesem Zeug, warum ich denn immer noch drauf rumreite. Und dann war Schluss mit Diskussion? Dann war Schluss mit Diskussion. Wir waren wieder die heile Familie. Bis heute? Bis heute. Und du lebst mit dem Mann unter einem Dach? Ja. Wie kommt es, dass er aufgehört hat, das zu tun, was er mit dir getan hat, als du 12 warst? Ich nehme an, das lag daran, dass ich dann meine Periode bekommen habe und hätte schwanger werden können. Weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass... Also er hat dann irgendwann aufgehört, als du in dem Alter warst? Ich weiß, dass er ganz genau dann aufgehört hat, nachdem ich meine Periode bekommen habe. Als du mit deinen Schwestern und mit der Mutter gesprochen hast, weißt du, ob deine Mutter dann auch nochmal mit deinem Vater gesprochen hat? Ja, hat sie. Hat sich das Verhältnis, oder wie hat er sich dann verändert dir gegenüber, nachdem das dann nochmal ausgesprochen wurde? Überhaupt gar nicht. Er hat so getan, als ob ich eine verrückte Phase durchmachen würde. Hat er dich gezielt darauf angesprochen? Nein. Hat er dir damals eigentlich, als du Kind warst und er diese schlimmen Sachen mit dir gemacht hat, er dir gedroht, wenn du sprichst, dass er dir was antut oder der Mama was antut? Oder? Nee, brauchte er nicht. Es ist, ich weiß nicht, ich kann das so schwer erklären, weißt du, das ist, wir kommen aus Griechenland und da läuft das alles ein bisschen anders, weißt du, da ist die Familie... Ein Heiligtum. Ja, und da können die Eltern nichts falsch machen. Da können nur Kinder was falsch machen, aber Eltern können da nichts falsch machen. Also jedenfalls so, wie ich in meinem Familienumfeld erzogen worden bin. Was empfindest du deinem Vater gegenüber? Ehrlich? Ich bitte darum, ja. Hass, abgrundtiefen Hass. Und ich wünschte, ich hätte ihn anzeigen können und er würde in den Knast wandern oder sowas, aber ich habe ja keine Beweise und Allerschlimmste ist ja, dass meine Geschwister haben beide Kinder, Mädchen. Und meine Schwester hat jetzt, meine Zweite hat vor kurzem ein Baby bekommen. Und
Du hast Angst, dass er da irgendetwas mit den Kindern auch machen könnte. Wobei deine Schwestern ja nur eigentlich vorgewarnt sein sollten. Du hast ja deine Pflicht getan, du hast es denen ja auch gesagt. Ja. Ich finde das ja nett von dir, dass du dir schon Gedanken machst über die Kleinen, die ja jetzt nachwachsen. Das ist sehr verantwortungsbewusst. Das ist nicht verantwortungsbewusst, das ist total klar. Ich meine, wer will schon was? Natürlich. Aber was ich auch ebenso wichtig finde, und ich interpretiere jetzt deinen Anruf hier bei mir als ersten Schritt in diese Richtung, dass du mit dir etwas unternimmst, dass du dir Hilfe holst, dass du in eine Therapie gehst, dass du vielleicht in eine Selbsthilfegruppe gehst. Ja, bin ich schon alles. Bist du schon? Ah ja, das ist gut. Naja, ich habe keine Lust gehabt, irgendwie frühzeitig im Grab zu landen. Und Gibt es die Überlegung, wenn du vielleicht dich selbst stabilisiert hast, mehr stabilisiert hast, dass du ihn doch anzeigst? Ich habe mir das ganz schön oft überlegt, aber weißt du, das Problem Nummer eins ist, meine Mutter ist seit ein paar Jahren krebskrank. Sie ist auf die Pflege von meinem Vater angewiesen. Verstehe. Das heißt, wenn ich ihn anzeigen würde, selbst wenn er in den Knast kommen würde, dann stände meine Mutter sozusagen ohne Pflege da. Und ganz abgesehen davon, dass ich das nicht verantworten könnte oder so, das ist, da wäre in der Familie der Teufel los. Da wäre ich total. Wie lange bist du denn jetzt schon in einer Therapie? Seit ein paar Monaten. Noch ganz frisch. Aber immerhin hast du es gemacht, von dir aus gemacht. Das finde ich gut. Und ich möchte dich wirklich von meiner Seite aus nur bestärken, dass du das auf jeden Fall weitermachen solltest. Fühlst du dich denn da in dieser Therapie bei dem Therapeuten und bei der Frau oder bei der Frau gut aufgehoben? Frau, ja. Ja, doch. Warum hast du mich angerufen? Weil ich solche Angst habe um meine kleine Nichte. Hast du mit deiner Therapeutin darüber auch gesprochen? Ja, aber das ist ja das Problem eigentlich. Rechtlich sind mir die Hände gebunden, weil ich kann nicht zum Kinderschutzbund gehen, ich kann nicht zur Polizei gehen, weil ich habe ja keine Beweise. Ich kann ja nicht hingehen und kann sagen, hören Sie, ich... Wie alt ist denn die kleine Nichte jetzt? Die ist 7 Monate alt. So, jetzt hast du mir deine Konfliktsituation gerade geschildert, dass die Mutter schwer krank ist und wenn du ihn anzeigen würdest, dass alles auseinanderbrechen würde und so weiter. Ich hätte eh keinen Erfolg mit einer Anzeige, weil ich keine Beweise habe. Aber was du tun kannst, ist, du kannst ja noch einmal mit deiner Schwester oder mit deinen älteren Schwestern sprechen und sie noch mal vehement darauf hinweisen. Und das sind die... Sie ist die Mutter des Kindes, des kleinen Kindes. Da sollte sie gewarnt genug sein, dass sie ihr Kind aus dem Umfeld herauslässt. Ja, aus dem Umfeld herauslassen, das wird sie ja nicht können, weil ich meine... Ja, aber wenn man so Angst um sein Kind hat, wird man Wege finden, das Kind zu schützen. Ich weiß nicht, ob sie so viel Angst um ihr Kind hat. Ich weiß, dass ich Angst habe um das Kind. Johanna... Ich möchte gerne das Gespräch jetzt hier an der Stelle auf dem Sender abbrechen. Ich sage noch einmal, dass ich das toll finde, dass du von dir aus alles unternommen hast schon. Dass du auch jetzt in der Therapie bist, dass du auch zum Beispiel jetzt hier diesen Weg gefunden hast, anzurufen und dich zu unterhalten. Mach das auf jeden Fall weiter. Was jetzt die konkrete Angst um Gefahr und Sorge anbelangt, die du gerade formuliert hast, da würde ich gerne auch nochmal das würde ich sehr gerne, dass mein Psychologe auch nochmal mit dir spricht und das auch in Ruhe und in allen Einzelheiten nochmal erörtert mit dir. Okay. Das heißt, du legst auf und der Peter, so heißt mein Psychologe, ruft dich jetzt sofort nochmal an. Okay. Alles Liebe und alles Gute, Johanna. Danke, dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. 0 800 220 50 50, meine Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Rudi und Rudi ist 38. Hallo Rudi. Hi. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe so ein Drogenproblem, sag ich mal. Ja. Ein Drogenproblem? Ja, ja. Ich habe vor 5 Jahren eine Therapie gemacht, ne, und jetzt fängt das so langsam wieder an. Vor 5 Jahren? Um welche Drogen geht's denn?
Ja, Heroin habe ich genommen. Ich habe geraucht. Wie lange? Ne? 3 Jahre habe ich richtig exzessiv geraucht, ja. Mhm. Das heißt, so alle 2 Tage wenigstens 5 Gramm. Das ist Ohren, ja. Mhm. Ja, und dann Therapie gemacht und ja. Dann ging es eigentlich eine ganze Zeit gut und jetzt fängt das so langsam wieder an, so peu à peu, wenn man halt Stress hat oder so, dass man halt wieder dahin zurückgreift, ne? Das heißt, du greifst auch im Moment immer wieder mal schon? Ja, richtig. Mhm. Richtig. Wie oft zur Zeit so? Im Monat oder in der Woche? Ja, ich achte eigentlich drauf, wie eine Woche, sagen wir mal, so einmal die Woche, aber ich achte drauf, dass ich nie länger wie 2-3 Tage, also 2 Tage hintereinander, ne, weil sonst halt, ne, im Moment schaffe ich das noch. Sonst hast du im Moment auch was genommen? Im Moment ja, ein bisschen. Ja. Ja. Heroin geraucht. Ja, richtig. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Maurer. Du bist Maurer. Mhm. Kannst du deinen normalen Job ausüben, wenn du das Zeug genommen hast? Ja. Kann man das? Ja, das kann man. Also früher war das so, wenn ich es dann nicht hatte, dann ging es nicht mehr. Also verstehe. Wenn es dann so kam, dann ging es gar nicht mehr. Ne? Wie ist es denn? Wie ist es denn so mit, hast du eine Familie, eine Frau oder Kinder? Ja, ich habe Frau und 2 Kinder, drittes unterwegs. Und 2 Kinder. Und drittes ist unterwegs. Ja. Also verdammt viel Verantwortung auf dem Buckel. Richtig, ne? Richtig. Mhm. Ja. Ist das ja, aber das ist glaube ich, nicht der Punkt, weswegen ich das mache. Ich verstehe es ja selber nicht. Ich habe im Moment, sag ich mal, bin ich wieder in so ein Loch gefallen und ich finde einfach nicht die Möglichkeit, mich irgendwie anders dann zu entspannen oder ich weiß es auch nicht. Wie kommt das denn? Erklär mir mal, was ist das Loch? Ich bin in ein Loch gefallen. Hast du das Problem auf der Arbeit oder zu Hause mit deiner Frau? Nein, eigentlich nicht. Also, wie heißt das denn? Ja, so, dass ich halt mir mehr von meinem Leben vorgestellt habe, als wirklich geworden ist. Wenn ich überlege, was ich alle ausgegeben habe für irgendwelche Sachen, keine Ahnung. Mhm. Und, was meine Frau alle schon mitgemacht hat. Und, weißt du, wenn man darüber nachdenkt, dann sagt man doch, boah, was ist denn für ein Arsch, ne? Also grundsätzlicher Lebensfrust kommt dann hoch. Ja, richtig, genau. Mhm. Und dann meint man, mit einer Droge dagegen halten zu können, die einen da für eine kurze Zeit rausholt. Ja, aber richtig. Du hast das ja nur am eigenen Leibe schon erlebt, dass das eben ein Trugschluss ist, ne? Ja, richtig, das stimmt. Und deswegen sage ich ja, man nimmt dann was, man fühlt sich für den ersten Moment wirklich gut und dann, wenn das wieder nachlässt, ne, dann ist das doppelt so schlimm. Und dann, davor habe ich ja die Angst, dass ich halt wieder so tief da reinkomme, dass ich da überhaupt nicht wieder rauskomme. Ne? Du läufst ja auch Gefahr, dass du vielleicht deine Arbeit verlierst, ne? Naja, sicher. Ja. Und du wirst gerade zum 3. Mal Vater. Ja. Mhm. Aber ich bin immer ein Typ gewesen, der auch gearbeitet hat. Ich habe nicht irgendwie, ich glaube, seit meinem 15. Lebensjahr habe ich einmal ein Jahr gestempelt oder so. Ne? Weiß deine Frau, dass du das wieder nimmst? Ja, ich verheimliche meiner Frau gar nicht. Und das muss für die da auch ganz schlimm sein. Sie ist gerade schwanger und der Typ, ihr Mann, raucht Heroin. Ja, sicher ist das schlimm, aber sie sagt das nicht so. Ne? Sie, weiß ich auch nicht, wir sind schon ziemlich lange zusammen. Ne? Wie lange? 17 Jahre jetzt. Ja. Eigentlich eine glückliche. Super, ja, alles super, wirklich. Mhm. Und ich verstehe es ja, deswegen verstehe ich es auch selber nicht. Und ich finde keinen Punkt, wo ich da irgendwie anfassen kann, dass ich das ändern kann. Ne? Was meinst du? Du hast gerade gesagt, da ist so viel schiefgelaufen in meinem Leben, ich habe so viel hingeschmissen. Mhm. Was meinst du, was war dein größter Fehler bisher in deinem Leben? Mein größter Fehler? Mhm. Ach, der fing schon so früh an. Das war, dass ich das erste Mal Drogen genommen habe überhaupt. Das war mein allergrößter Fehler. Ne, weil ich da ja dann was gefunden hatte, wo ich gemerkt habe, also der Schein da war, ne, damit kann man sich entspannen oder was weiß ich. Das war mein größter Fehler. Und das war eigentlich mit 13 habe ich mir das erste Mal Haschisch geholt aus Holland. Ne? Ja. Hast du früher irgendeinen großen Traum gehabt, den du gerne hättest verwirklichen wollen und der einfach nicht, der geplatzt ist, was dich heute auch irgendwie runterzieht und frustriert? Gab es so einen Traum? Ja, ich habe eigentlich immer den Traum was von Familie und schönes Haus und sowas. Ne? Und das ist wenn ich meine Kollegen sehe von früher, die haben sich alles schon, was weiß ich, ein Häuschen gebaut und sowas alle, ne, und unser eins, der sitzt dann da und, ne, hat seine Kohle halt verbraucht oder verzockt oder was weiß ich. Okay, aber das ist übel. Ist mir völlig klar. Und sicher gibt's auch da nicht viel schön zu reden, wenn man so in deine Vergangenheit guckt. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja, aber Moment. Aber man muss auch in die Gegenwart gucken. Und man muss vor allen Dingen in die Zukunft gucken. Ja, du sagst mir, du hast eine Frau, die du liebst. Mhm. Und die, mit der du eigentlich gut klarkommst, obwohl ihr so lange schon zusammen seid. Ja. So, und ihr kriegt jetzt zum 3. Mal ein Kind. Ja. Du hast ausgelernt, Maurer? Ja, sicher.
So, du hast einen Ausgebildeten, du hast einen Beruf in der Tasche und du hast sogar einen Job. Ja. So, das ist vielleicht alles jetzt nicht so gelaufen, wie du dir das vor ein paar Jahren oder vor 20 Jahren, 10 Jahren geträumt hast. Und andere Kumpels haben vielleicht wirklich schon mehr erreicht. Aber das, was du mir jetzt in den paar Minuten, die du mir jetzt erzählt hast, erzählst, finde ich schon eine ganze Menge. Und du warst schwer drogenabhängig und hast es einmal geschafft, davon wegzukommen. Das ist auch eine Leistung, finde ich. So. Ja, ich weiß, jetzt kackst du wieder ab, ist mir völlig klar. So, aber du, dir ist das bewusst, dass du es im Moment tust. Ja. Das heißt, du könntest jetzt aber wirklich auch alle Notbremsen ziehen, die möglich sind. Warst du denn schon auf einer Beratungsstelle, Drogenberatungsstelle? Ja, das habe ich noch nicht geschafft. Also, ich sage, das ist... Ja, aber das ist genau der Punkt. Jetzt musst du, wenn du jetzt wirklich, das ist eine Frage des Willens. Ja, weißt du, der hat mich schon zweimal, die erste Therapie habe ich ja gemacht wegen meiner Spielsucht. Ne? Ich hatte früher eine Spielsucht. So. Und dann denke ich mal, habe ich dann, weil ich mit Drogen eigentlich schon immer Kontakt hatte wohl, aber nicht so genommen habe. Und ich denke mal, dass ich dann die Sucht halt verlagert habe. Ne? Also das Problem im Prinzip nicht richtig bearbeitet habe. Vielleicht habe ich mich da auch selber belogen. Ne? Vielleicht, ja. Aber ja. Im Klartext, im Moment hast du keinen Ansprechpartner, mit dem du über die Gefahr redest, in der du da hängst. Deswegen rufe ich an, damit ich mal mit dem Außenstehenden einfach so... Ne? Ja. Ja, also ich sag dir so von meiner Warte aus, wie gesagt, dass wahrscheinlich sehr viel Mist wirklich gelaufen ist in deinem Leben. Aber dass du auch, ich glaube auch, dass du ein starker Kerl bist. Sonst hättest du das nicht geschafft, die Beziehung aufrechtzuerhalten, deine Ausbildung zu machen und auch die Kinder auch zu ernähren und zu erziehen. Ja. So, und daraus schließe ich einfach, dass du Potenzial hast. Dass du dich jetzt noch wirklich nochmal und nochmal und noch stärker vielleicht als vorher in den Arsch treten musst. Ja, das Potenzial ist eigentlich meine Frau, würde ich sagen. Also wenn ich die nicht hätte, dann wäre ich schon lange. Ne? Ja, aber das ist ein großes Gut, was du da hast. Ja, irgendwann ist die Frau vielleicht auch weg, wenn die Schnauze voll hat. Ja, irgendwann. Ja, deswegen, denke ich auch, ja. Ja, aber jetzt im Moment ist es noch nicht so schlimm. Deswegen will ich sagen, ich will ja nicht einfach nur blöd gut zureden, sondern einfach eine logische Überlegung. Du hast im Moment die Chance, wirklich das Ruder nochmal gut rumzureißen. Ja, so, wenn du mir die Wahrheit gesagt hast, ist es noch nicht so ganz schlimm im Moment. Nee, im Moment nicht. So. Ich sag ja so. So. Richtig. Und das heißt, wenn du jetzt dir sofort Hilfe suchst, kannst du schaffen. Ja. Kannst du schaffen. Dann musst du aber, gut, du hast hier angerufen. Ist schon mal was. Richtig. So, der nächste Schritt ist, dass du morgen sofort oder übermorgen, wenn du irgendwie Zeit hast, aber dafür hast du Zeit, die nimmst du dir einfach, dich auf deinen Arsch setzt und guckst, wohin du gehen musst, um dir einen Ansprechpartner zu suchen und Hilfe zu suchen. Ja. Ja, nur so geht es. Was soll man reden? Ja, ist richtig. Was soll man reden? Nur so geht es. So, und du hast Verantwortung zu tragen. Du kriegst das dritte Kind. Du bist ein Papa von drei hoffentlich gesunden Kindern. Ja, sind gesund. So, ja, dann tu es für deine Frau, tu es für deine Kinder und tu es natürlich auch für dich. Ja, richtig. Meine Frau, die nimmt ja auch nichts. Die nimmt keine Drogen, die trinkt keinen Alkohol, die macht gar nichts, was das angeht. Ne? Ja, das muss dir ja auch sehr wehtun und das muss für die innerlich ja auch grauenhaft sein. Wenn die hat deine ganze Drogenkarriere und den ganzen Mist, den du gebaut hast, hat die mitgekriegt in den ganzen Jahren. So. Ja. Und dann gab es eine Phase, wo man wieder Hoffnung schöpfen konnte. Ja, und dann gibt es wieder einen vom Deckel. So. Ja, ich sag ja, und das ist vielleicht, weil ich da wieder mit angefangen bin, vielleicht hat das auch einen Grund, dass ich wieder so in so ein scheiß Loch reingefallen bin, dass ich gegenüber ihr, ne, halt so. Was ich Schuldgefühle habe und keine Ahnung. Ja, zu Recht. Obwohl sie mir das nicht sagt, vielleicht nein. Die mich mal richtig in den Arsch treten. Naja, du musst dich in den Arsch treten. Ja, ist schon richtig. Nein, sie. Schuldgefühle kannst du auch haben, die sind auch berechtigt. Aber da hilft auch kein Jammern, sondern hilft. Nee, ist schon richtig. Ist dir klar, ne? Ich kann aber das ist so einfach gesagt. Ja, ich weiß, Rudi, das ist einfach gesagt. Aber man muss das sagen, was wahr ist. Auch wenn es einfach gesagt ist. Du musst mir nicht erzählen, wie schwer das ist, umzusetzen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Aber dennoch muss man das so sagen, auch wenn es einfach ist zu sagen. Ja. Und mehr kann ich dir nicht sagen. Das nee, ist ja auch in Ordnung. Du hast dein Schicksal da in der Hand, auch wenn die Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Guck jetzt in. Ja, richtig, meine Vergangenheit kann man anderen Leuten die Schuld geben, das ist ja auch nicht. Ja, Vergangenheit, nein, Vergangenheit ist auch Vergangenheit. Es geht um das Jetzt und es geht um das Morgen. Die Vergangenheit änderst du eh nicht mehr. Ja. Ja, gut. So, jetzt habe ich dir gesagt, was ich zu sagen habe. Wir morgen mal losgehen. Ja, und ich drücke dir wirklich von Herzen, auch keinen Spruch. Wirklich von Herzen, ja, die Daumen, dass du schaffst.
Alles ja, einfach ist nicht, mit Sicherheit nicht. Nein. Weil, weißt du, für einen, der das kennt, der sowas genommen hat und weiß, das beruhigt dann für was weiß ich, klar, einen Tag oder zwei. Ja. Das ist die einfachste Lösung, wenn man irgendwie ein Problem hat, das ist wirklich die einfachste Lösung. Da ist halt das Schwere daran, ne? Wissen wir alles. Wissen wir alles. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Sehr gut. So, Rudi. Ja, ich bedanke mich bei dir. Toi, toi, toi. Ja, okay. Tschüss. Jo, ciao. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, ich sah etwas. Oder ich habe etwas gesehen, das mich nicht mehr loslässt. Ich frage euch, ob ihr, wenn ihr so zurückdenkt, eure Vergangenheit irgendwann mal Zeuge von irgendeinem Ereignis wart, von einem Vorkommnis, einem Unfall vielleicht, oder vielleicht habt ihr irgendwie den Tod eines geliebten Menschen begleitet und habt so das Gesicht des geliebten Menschen genau noch vor Augen. Oder vielleicht ist euch irgendwas Seltsames widerfahren, was ihr optisch so in Erinnerung habt. Also, morgen heißt das Thema, ich sah etwas, was mich nicht mehr loslässt. Darüber reden wir morgen. Heute haben wir nach wie vor eine Freithemensendung und ich bin verbunden mit Simone. Und Simone ist 35 Jahre alt. Hallo Simone. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich habe zwar nichts, was ich gesehen habe, was mich loslässt, aber ich habe was mich nicht mehr loslässt. Nämlich? Nämlich eine Hautkrankheit. Eine was? Eine Hautkrankheit? Genau. Ja. Was und ich wünschte mir, dass sie mich endlich loslässt. Erzähl mal von der Krankheit. Ich habe sie so ein paar Jahre nach der Wende gekriegt. Ich bin geboren in Thüringen. Ja. Und ich habe einen Hautausschlag nur an den Händen, an den Handinnenflächen und an den Fußsohlen. Mhm. Und ich bin jetzt schon wieder sehr lange krank. Mhm. Ich war jetzt zweimal im Krankenhaus nacheinander. Also es fing damals an mit Handflächen und Fußsohlen. Ja, und ich habe das immer noch so. Und ist es heute auf den ganzen Körper verteilt oder ausschließlich? Nein, ich hab immer noch an diesen Stellen. Ja. Und es ist immer so schlimm, dass ich im Rollstuhl sitze. Ach, das heißt, das ist so schlimm, dass du nicht gehen kannst? Genau. Ist das alles hoch entzündet dann? Das ist richtig entzündet, das sind richtig tiefe Löcher, die ich drin habe. Ach. Und kein Arzt kann mir sagen, was ich für eine Krankheit habe. Wie, kein Arzt weiß, was das ist? Genau. Und man hat auch keine Ahnung, keine Richtung, wo man sagt, das könnte vielleicht das oder das sein? Nee. Also die Krankheit findet statt, ich sag's nochmal, Innenseiten der Hände und Fußsohlen. Ganz so genau. Schlimm entzündet, dass du nicht gehen kannst. Ja. Und kein Arzt kann dir sagen, was das ist? Ganz genau. Ach. Und ich finde, in anderen Ländern, da arbeiten Hautärzte und Heilpraktiker zusammen und in Deutschland funktioniert das einfach gar nicht. Mhm. Und ich musste jetzt zum Betriebsarzt gehen. Ja. Und da musste ich die ganzen Werte aus dem Krankenhaus mitnehmen und vom Hausarzt. Mhm. Und der sagte zu mir, tut mir leid, Ihre Werte sind alle in Ordnung. Aus welchem Grund bekommen Sie eigentlich Bestrahlung? Wie Bestrahlung? Was für eine Bestrahlung? Also mittlerweile kriege ich ja UVA-Bestrahlung. Aha. Sagt der Betriebsarzt, du arbeitest irgendwo. Ja, ich arbeite. Mhm. Ich verkaufe. Und ich kann ja... Du bist Verkäuferin? Ja. Wie kannst du verkaufen, wenn die ganzen Hände entzündet sind von innen? Ja, kann ich ja nicht. Ich bin ja krankgeschrieben. Mhm. Aber schon seit Monaten jetzt. Mhm. Und was heißt, ich muss es richtig verstehen, der sagt, die Werte sind in Ordnung. Was heißt Werte? Die Blutwerte oder was? Die Blutwerte, all die Werte, Leber und Stuhl und alles, musste ich alles mitbringen. Mhm. Und er sagte, meine Werte sind alle in Ordnung. Ja gut, ist ja gut und schön, aber er sieht ja deine Hände und deine Füße, die sind nicht in Ordnung. Ja, und die habe ich ihm dann auf den Tisch gelegt, meine Hände und meine Füße. Ja, und dann sagte er, dass er sich gar nicht erklären kann, was ich habe. Mhm. Gut, das ist diesen Betriebsarzt, der hat vielleicht nicht so viel Ahnung, aber du warst, genau. Du warst ja wahrscheinlich auch in Kliniken schon. Und richtig. In renommierten, in großen Kliniken. Richtig. Und schöne alle Grüße an die Hautklinik in Münster, ja. Gute Adresse eigentlich, soweit ich das weiß. Alles klar. Und man konnte es nicht diagnostizieren? Nein. Im Gegenteil, man hat mich sogar verabschiedet mit den Worten, bis in einem halben Jahr. Und das verstehe ich einfach nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Beschreib mir nochmal genauer den Zustand der Fußsohlen und der Innenhandflächen. Wie sieht das aus, richtig? Eitert das? Liegt das Fleisch offen oder wie? Also es fängt an mit kleinen Pläschen und die jucke ich nachts auf, weil die so extrem jucken. Mhm. Wenn ich die dann aufmache, dann fließt Wasser. Die Füße fangen an zu stinken und es entstehen richtige Löcher in der Fußsohle. Mhm. Und ich kann dann einfach nicht mehr laufen. Mhm.
Ist das genauso in den Händen auch? Ja. Das heißt, dein gesamter Alltag muss doch auch sehr schwierig sein. Du kannst dich doch gar nicht richtig waschen, anziehen. Ganz genau. Anziehen vielleicht schon, aber waschen nicht, wenn du mit Wasser... Also alles, was man mit den Händen halt macht. Ganz genau. Hast du Kinder? Nee, leider Gott sei Dank nicht. Lebst du alleine? Ja. Ja. Mhm. Kommst du denn so einigermaßen im Alltag zurecht? Ja, also ich wasche kalt ab, warm geht einfach nicht. Ich dusche mich, ich habe leider nur eine Badewanne und ich bade und hänge meine Füße raus, weil die Füße bekommen dann extra medizinische Bäder. Mhm. Und diesen Schaumbäder, die mögen die sowieso nicht, das fängt einfach an zu brennen. Jetzt hast du mir gerade was erzählt von einer Universitätsklinik, die hast du genannt. Ja. Ich würde aber an der Stelle, wenn ich so etwas Seltsames hätte und ich lag aber schon in Siegen. Auch? Ja. Also wie viel Krankenhäuser hast du jetzt durch schon? 2 Stück. Wie viel? 2. 3. 2. 2. Mhm. Ist aber eigentlich nicht ein bisschen viel. Du hast die Krankheit ja schon seit 10 Jahren. Ja. Warum machst du da nicht mehr Dampf? Ich meine, gehst du woanders hin? Wo lebst du? In welcher Stadt oder in welcher Gegend? Großraum von Münster. Großraum von Münster. Mhm. Gut, da gibt es das Ruhrgebiet, viele Kliniken, gibt es Köln, da gibt es Düsseldorf, Bonn. Ja, ich lag jetzt mit einer Frau drin, die hat sowas Ähnliches. Die lag jetzt zum 4. Mal im Krankenhaus. Mhm. Hast du dich hier mal... Ich habe eine Freundin, die wohnt im Großraum Duisburg, die lag mit Sicherheit schon in anderen Kliniken. Ja gut, aber trotzdem wundert es mich, wenn du seit 10 Jahren fast so ein schweres Leiden hast und da warst du nur in 2 Kliniken. Den Brüdern würde ich dann nicht mehr den Weg trauen. Da würde ich noch zu anderen gehen und denen das erzählen. Ja, deshalb habe ich ja bei dir angerufen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht mal ein guter Heilpraktiker meldet. Also vielleicht der mit Engelshaar arbeitet. Mit Engels? Mit Engelshaar? Warum ein Heilpraktiker? Weil ich traue dieser Schulmedizin einfach nicht mehr. Na gut, aber so viel Erfahrung hast du ja noch nicht gemacht mit 2 Kliniken. Doch, leider. Ich meine, all die Jahre... Also Simon, ich würde mal Folgendes sagen, in der Tat machen wir gute Erfahrungen, wenn wir solche Aufrufe hier starten, in Sachen Medizin und auch alternativen Medizin und so weiter, haben wir sehr hilfreiche Tipps schon bekommen und haben die dann an unsere Gesprächspartner oder Zuhörer weitergeleitet. Ja. Also du hast ja jetzt deine Leiden geschildert. Mhm. Ich könnte fast schwören, dass es jetzt einen oder anderen irgendwo in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wo man uns gucken kann, irgendeine Idee hat, was das sein könnte und was man machen könnte. Ja. Bist du damit einverstanden, wenn wir im doppelten Sinne aufrufen? Also wer einen guten Heilpraktiker für diese Krankheit, die wir gar nicht benennen können, hat, möge sich bitte melden. Ja. Oder wer vielleicht auch medizinisch eine Idee hat und vielleicht sogar ein Klinikum nennen kann, der die sich mit sowas beschäftigen, sollten sich auch melden. Da wäre ich richtig dankbar dafür. Ja. Weil ich bin immer ins Krankenhaus rein und habe mir schon die gepackten Taschen mitgenommen. Ich war überhaupt nicht angemeldet und nichts. Ich habe gesagt, kann ich mehr laufen und jetzt Feierabend. Mhm. Ich bin als Notfall immer reingekommen. Mhm. Okay, also ich glaube, der Fall ist klar beschrieben und die Umstände sind auch klar beschrieben. Ihr würdet mir echt helfen. Das heißt, du suchst Hilfe und wenn wir dir das ermöglichen können, werden wir da gerne Mittler spielen. Das heißt, die Leute draußen, die uns zuhören, die uns zusehen, sollten sich dann bei uns melden. Am besten per Mail unter domian@wdr.de und dann stellen wir den Kontakt zu dir her und dann kannst du entscheiden, was du machen wirst. Ja, würde ich mich echt bedanken. Ja. Und ich werde mich echt wieder melden. Das freut mich, Simon. Da wäre ich sogar sehr interessiert daran, eine Rückmeldung zu bekommen. Ich habe übrigens ein Foto, die würde ich euch mal zuschicken. Gerne, ja, mach das, bitte. Einfach, wenn das alles geklappt hat und man... Genau, einfach an... Wenn wir mal ein Tänzchen wagen. Genau, einfach WDR, Redaktion Domian, 1 Live, 50, 600 Köln. Genau. Okay, alles Liebe, toi, toi, toi. Vielen Dank, Domian. Hoffentlich klappt es. Dankeschön. Tschüss. So ihr Lieben, diese Woche Samstag habe ich wieder Promi-Besuch und wer ist mein prominenter Gast? Samstagabend um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen, Samstagabend 23:30 Uhr WDR-Fernsehen, Gabi Köster. Unsere kölsche große Komikerin hier, Gabi Köster, 23.30 Uhr diese Woche Samstag bei mir zu Gast. Lars 33, hallo Lars. Hallihallo. Hallihallo. Weswegen rufst du an, Lars? Ja, ich bin auch hochbegabt und du hattest doch gerade eine Anruferin. Ja, ja, die Verena war das. Ja, genau. 15 Jahre war Verena, du bist schon einen Schlag älter. Ich bin einen Schlag älter. Ja.
Und also mein Schicksal ist, ich bin Leistungsverweigerer. Aha. Also ich habe auch ein 140er IQ, also ja, auch eine ziemlich einigermaßen hohe Hochbegabung. Und ich verweigere halt Leistung. Was heißt das? Ja, ich gehe nicht arbeiten, ich gehe nicht studieren. Hast du Abitur? Ich habe Abitur, ja. Das hast du, ja. Und das heißt, du, ist ja absurd, du könntest die wahnsinnigsten Sachen machen. Ja, klar. Wahrscheinlich, du könntest die tollsten und kompliziertesten Studien absolvieren. Ja, ich habe Mathematik studiert, aber ich habe noch kein Diplom. Ja. Und hast dann mittendrin aufgehört im Studium? Ich habe kurz vorm Diplom. Vor 6 Jahren stand ich kurz vorm Diplom und da habe ich nicht mehr weitergemacht. Kannst du das erklären? Warum nicht mehr? Das wurde zu ätzend, die Lernerei. Mhm. Also ich habe mich damit nicht mehr wohlgefühlt. Mhm. Obwohl das eigentlich bis heute mein Ziel ist, das zu Ende zu machen. Wie verbringst du denn deine Tage? Ach, ich gucke Fernsehen und lese John Sinclair, den Geisterjäger. So. Von was lebst du? Wie bitte? Von was lebst du? Ich lebe vom Staat. Mhm. Ich kenne alle Kniffe, wie man sich so im Sozialsystem halt, wie man halt so durchkommen kann. Ist aber für dich, wie ich es irgendwie so raushöre, nicht befriedigend, oder? Nee, das ist auch nicht befriedigend. Aber wenn du halt mit der Arbeit nicht klarkommst und... Aber die Frage ist dann ja vielleicht, wenn du sagst, ich habe irgendwie keinen Bock mehr gehabt auf Mathematik, obwohl ich kurz vorm Ende stand. Also ich bin schon ziemlich stark in der Mathematik verwurzelt, auch vom ganzen Denken her. Mhm. Also das ist schon irgendwo mein Ding, aber man muss halt auch arbeiten dafür. Auch wenn man hochbegabt, muss man trotzdem dafür arbeiten. Ja. Man muss es ja machen. Ja. Und wenn das zu ätzend ist, dann machst du das nicht, aber wenn was, dir das nicht gut tut. Ne? Aber was war daran ätzend, wenn es dir, du sagst, du bist verwurzelt darin und es macht dir auch Spaß. Warum war es dann ätzend, weiterzumachen? Die Disziplin konnte ich nicht aufbringen. Ne? Weil du dein ganzes Leben lang diszipliniert sein musstest? Ja, ja, klar. Man musste ja auch diszipliniert zur Schule gehen, diszipliniert zur Uni gehen. Ja. Das hat ja, die Schule hat ja auch schon nicht viel, gerade jetzt viel gebockt, ne? Sag ich mal. Hattest du Pläne, was du mit Mathematik machen wolltest? Ich wollte Wissenschaftler werden. Wissenschaftler? Mhm. Ist ja toll. Ja, ja. Hohen Respekt von Mathematikern. Das ist natürlich auch Lebenslauf, den du nicht erzwingen kannst. Das muss sich auch halt ergeben. Ne? Wie soll es weitergehen? Ja, das frage ich mich auch. Also ich mache von Zeit zu Zeit immer wieder Anläufe ins Studium hineinzufinden und das zu Ende zu machen. Aber das hat seit 99 hat das nicht mehr geklappt. Das ist also schon verdammt lang. Das heißt, du müsstest wahrscheinlich mit doch ziemlich viel Disziplin nochmal richtig ran klotzen, ja, ja, um den Anschluss zu finden. Ja, sicher, klar. Das ist natürlich Arbeit, ne? So ein Studium ist Arbeit, auch wenn man kurz vorm Diplom steht, ist es Arbeit. Ja, natürlich, natürlich, gerade Mathematik. Ja. Hast du Kontakt mit anderen Hochbegabten? Ich habe mein Leben lang immer Hochbegabte kennengelernt. Das ist, die Leute finden sich. Mhm. Also wenn du halbwegs aktiv lebst und auch so am Leben teilnimmst, ich bin auch Schachspieler, ich spiele im Schachverein, ich habe immer überall Hochbegabte kennengelernt. Auch Leute, die halt nicht über sich wussten oder so, aber wo man dann hinterher hat dir das was gebracht? Ich ein Gefühl bekam, die sind hochbegabt. Also ich habe eine Menge Hochbegabte kennengelernt. Hat dir das was gebracht? Die kennenzulernen. Ja, und den Kontakt mit denen zu haben, die Kommunikation mit denen zu pflegen. Ja, da waren auch Freunde bei, ne? Also hochbegabte Freunde, ne? Ja. Gibt es jetzt auch Hochbegabte, mit denen du in Kontakt bist, die genauso einen Weg gehen oder gegangen sind, wie du ihn zurzeit gehst? Also die auch Verweigerer sind. Ob ich noch andere Verweigerer kenne? Also ich habe schon wirklich viele Leute kennengelernt, die massive Schwierigkeiten im Leben hatten. Also die auch hochbegabt waren. Ne? Es gibt natürlich auch welche, die haben die Schwierigkeiten nicht. Ne? Das gibt's auch. Mhm. Aber jetzt, ob ich zu, ja doch, natürlich, klar. Der, mit dem ich hier in einer Wohngemeinschaft zusammenlebe. Achso, das fällt dir jetzt gar nicht. Ja, wenn du so offensichtliche Fragen stellst. Ja, aber ich weiß also der, mit dem ich hier in, ich muss dazu sagen, ich bin auch so in die Richtung Borderliner, ne? Mhm. Und der, mit dem ich hier zusammen wohne, in einer WG, hat Schizophrenie. Mhm. Und der ist auch Mathematiker. Also eine WG der, ich sag's jetzt mal wirklich nur als Spaß und mit dicken Ausführungszeichen, der etwas Verrückten. Das, ja, ja, das ist schon... Also, kann man so sagen, das ist, ne? Das ist schon so ein bisschen so eine verrückte WG, würde ich mal sagen. Du bist ja wiederum auch erst 33. Mhm.
Macht dir das Angst, die Vorstellung, dass du vielleicht den Hintern nicht mehr hochbekommst und mit 53 immer noch da sitzt und liest und... Ja, natürlich. Ja, ne? Ich sag mal, ich hatte ja große Pläne, als ich auch noch jünger war und so weiter. Also man macht sich schon Gedanken, ne? Vielleicht kann man die Pläne auch ein bisschen runterschrauben und du musst nicht gerade der Weltwissenschaftler werden und es muss ja nicht gleich ein Nobelpreis sein. Ja. Aber, du musst dir jetzt so vorstellen, wenn ich dann wieder ein Studium finde, ne, dann arbeite ich wie ein Besessener. Ne? Da kann ich auch, da kann ich auch ruhig, sagen wir mal, sechs, sieben Flaschen Bier intus haben, wenn ich, dann rechne ich immer noch, ne? Also, ich kann auch halb besoffen sein, ich kann nicht mehr aufhören. Und wenn ich dann nach 6 oder 7 Stunden an so einer Mathematikaufgabe sitze, ich rechne so lange, bis ich die fertig habe, ne? Egal wie viel Alkohol ich getrunken habe. Du hast gerade gesagt, du bist auch Borderline. So in die Richtung Borderline, ja. Bist du mal irgendwann auch in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung gewesen? Ja, aber erst 9-mal. Erst 9-mal? In der Klinik, ja. Das heißt, das hat nicht viel gebracht, oder was? Ja, was heißt, das hat nicht viel gebracht? Ich könnte mir vorstellen, wenn du auf eine Persönlichkeit stoßen würdest, eines Psychiaters zum Beispiel, der dir das Wasser reichen kann, dass das durchaus sehr, sehr gewinnbringend sein könnte für euch beide und für dich vor allen Dingen. Ja, Mensch, ich habe 4 Therapien gemacht, ne? Also, da waren schon teilweise interessante Begegnungen bei, aber auch viele stumpfe. Das glaube ich, ja. Begegnungen, ne? Also du bist ja doch, also wie ich das so aus deinen Gesprächen raushöre, ein ziemlicher Anhänger von Therapie. Also ich würde das nicht so vielen Leuten empfehlen, diese Therapien zu machen. Also meine Meinung ist, dass so eine Psychotherapie schon ein ziemlich schweres Geschütz ist, dass man gegen psychische Probleme auffahren kann und dass man das wirklich mit viel Überlegung und Bedacht empfehlen und sehe ich auch so. Es klingt zwar öfters so, weil ich dann darum verweise auf Psychologen und aber in der Tat, ich gebe dir da wirklich völlig recht. Ja. Das ist alles auch mit Vorsicht zu genießen und wenn ich da noch eine Kritik äußern darf. Bitte. Du empfiehlst ja häufig Sachen auch mit Psychiatern zu besprechen. Ja. Aber meine Erfahrung ist, dafür fühlen die sich teilweise gar nicht zuständig. Die hören sich viele deine Probleme an, gerade Niedergelassenen, die jetzt nicht in Kliniken arbeiten. Und die interessiert ehrlich gesagt nur, dass du die richtigen Medikamente kriegst. Ja, also dann ist Feierabend. Ich will dir sagen, der für mich nur interessante Psychiater ist auch der, der auch Psychotherapeut ist. Die ich kennengelernt habe, das waren immer Kombinationen. Das waren immer Psychiater und Psychotherapeuten. Ach so, die hatten so eine zusätzliche Ausbildung. Ja, ne? Das finde ich die optimalste Lösung überhaupt. Das heißt, du hast das ärztliche Wissen und das psychotherapeutische Wissen. Das ist das Optimalste für mich. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, ein bisschen in so ein Fachgespräch. Ja, klar. Sendung ist eh gleich zu Ende. Ja. Wie planst du jetzt weiter dein Leben? Wie soll es weitergehen? Ja, ich möchte das Studium wohl noch zu Ende machen. Ja gut, wir haben jetzt... meine John Sinclair-Heftchen lesen. Das kann ja ein frommer Wunsch sein. Tust du auch was dafür schon, um das irgendwie einzufädeln? Oder lässt es doch eher noch so... Ich sag mal, über die Jahre wird man natürlich ratlos. Ne? Ja, man wird auch träge vielleicht. Ja, sicher. Mhm. Wenn du immer wieder was probierst, um jetzt in so einer Leistungsgesellschaft Fuß zu fassen, das funktioniert immer wieder nicht, ne? Aber, irgendwann machst du dich auch bequem, ne? Ja, also, weißt du, denke ich mir, das ist ja auch ein tolles Geschenk von Natur oder von wem auch immer, so eine Begabung zu haben, die du hast. Und du musst sie ja nicht im Sinne einer Leistungsgesellschaft einbringen. Vielleicht kannst du mit dieser Begabung und diesem Abschluss der Mathematik auch irgendwas sehr Vernünftiges, etwas sehr Hilfreiches machen, was gar nicht mit Leistungsgesellschaft zu tun hat. Ja, was nennst du zum Beispiel? Weiß ich nicht, Moment, muss man drüber überlegen, weiß ich nicht. Du musst doch irgendwas vor deinem inneren Auge haben. Ja, du musst ja nicht zu einem Wirtschaftskonzern gehen. Du kannst ja. Nee, ach, das ist gar nichts für mich. Ja. Mensch, jetzt ist die Sendung gleich rum, Lars. Ja. Aber interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja. Und hoffentlich kriegst du den Hintern hoch. Ja, danke für das Gespräch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema: Ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Heute war bei mir in der Technik Gudrun Hausen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.